bin gefälscht, Bro. Check me up, Bro. Fitnessstudio wird abgecheckt. So Leute, wir waren jetzt im gefälschten McFit. Und das wird halt nur ein Fitnessstudio, um kleine Einheiten zu machen und unser Cardio zu machen. Da gibt es einfach nicht genug Gewichte. Die Kurzhanteln gehen bis 40 Kilo. Und das wird uns nicht ausreichen. Da müssen wir uns noch was anderes suchen. Da werden wir nicht aufbauen. Deswegen müssen wir uns weitersuchen. Ich sehe schon echt fertig aus. Meine Haare sehen wieder wild aus. Ich brauche echt langsam mal eine Pfeife. So Leute. Das wird angekauft. Das ist hier echt Süßkartoffeln. Ja, aber die müssen wir in die Tüte nehmen. Weil Leute, es ist schwer alles zu filmen, während wir alles schleppen müssen. Deswegen, wir gehen einfach jetzt einkaufen und zum Mal. Der Wagen füllt sich. Zwei Stück. Martinus und Stamm. Jalla. Leute, guck mal. Man kann hier mit Einkaufswagen direkt vor die Wohnung fahren. Das ist geil. Ja, wir haben doch. Hammer. So Leute, ich muss helfen auspacken. Etwas fresh gemacht. Gehen wir jetzt die erste Pfeife rauchen. Gestern ging es ja nicht mehr, es war zu spät. Es wird sich gleich eine Traube Minze gegönnt. Dann lassen wir den Abend so ein bisschen auskriegen. Morgen früh starten wir wieder durch. Ich hoffe, da kommt nicht so viel Musik in dem Laden. Dann kann ich euch ein bisschen mitnehmen noch. Und dann sehen wir uns alle später. Und eine Sache zu der Umgebung hier, also allgemein dieses Zentrum hier. Also Service ist echt anders hier in Türkei. Hier wird sehr viel Wert auf Service gelegt, sehr viel Wert auf Freundlichkeit. Die Leute sind alle freundlich, bis auf ein paar Ausnahmen. Aber so an sich, das ist schon Wahnsinn. Wir mussten doch wieder mit Taxi wegfahren. Bei uns in der Unterkunft hat die Shisha rum zu. Dem Fall schon wieder mit dem Taxifahrer. Aber der war, glaube ich, ganz nett. Wir sind jetzt hier irgendwo in der Stadt. Der hat uns jetzt zu so einer Shisha-Bar gebracht. Shisha-Bar New York, mal gucken, ob die gut ist. Wir sind in New York gelandet. Yalla. So Leute, wir genießen die Shisha, die Musik ist gerade aus, deswegen kann ich kurz reden. Wir sind hier in einem Laden, irgendwo in Istanbul. Er arbeitet, wie immer. Ich höre zu und lerne und genieße meine Pfeife. So. Sonst brennt das ganze Ding da ab. Wir verbrennen alles. Leute, wir sind fertig mit Pfeife rauchen, wir gehen jetzt nach Hause, machen jetzt noch unsere Fragerunde. Vielleicht gehen wir noch live, mal gucken. Bis zum nächsten Tag. So Leute. Es hat wieder ein neuer Tag begonnen und wir gehen heute ins Gym. Wir haben einiges geklärt. Gym ist geklärt, ist bezahlt. Gas, Wasser ist bezahlt. Hey. Und jetzt, ich habe hier einen Pflegefall. Hey, it's Gym Time. Ich habe echt hier einen Pflegefall. Der hat heute noch nichts gegessen. Der will jetzt noch nicht mal einen Shake trinken, will trainieren. Der hält sich nicht an meinen Plan. Ich bin doch sein Coach. Coach Roko. Coach Roko. Möchte mir sagen, was richtig für mich ist. Ja. Ich trainiere jetzt auf leeren Magen, was eigentlich nicht geht. Aber so geht das Wasser raus, was wir gestern über Nacht gezogen haben. Ich hab nichts geschossen. Ich schon. Ja, und ich fange danach, esse ich ein bisschen. Ich Wasser ziehen, ne? Danach gehen wir einen Reiskocher kaufen und eine Mikrowelle. Weil wir keine Mikrowelle und keinen Reiskocher. Okay. Ja, ja. So, Leute. Wir legen jetzt los. Wir machen es gerade ein bisschen warm auf dem Laufband. Pumpen heute das erste Mal alles so locker durch, damit wir wieder reinkommen. Und am Montag Vollgas. Ich gucke mal, wie weit ich euch mitnehmen kann. Mokino. Wir haben das erste Mal trainiert hier. Endlich, ich hab's echt vermisst. Adam ist auch am Bloggen gerade. Leute, ich hab's echt vermisst. Pump ist drin in der Brust. Wir haben eine Brusteinheit gemacht und gehen jetzt essen. Los geht's. So Leute, wir haben jetzt gegessen und holen mir jetzt noch eine SIM-Karte, eine türkische, weil ich mit der Telekom hier keinen Tarif habe, da muss ich mal mir einen Datenpass runterladen für 10 Euro, das ist mir etwas zu teuer pro Tag und deswegen türkische Nummer und dann bin ich auch schon wieder fast eingebürgert hier. Türkische Telekom. Taxifahrer sind anders. Der raucht die ganze Zeit, ich kriege keine Luft, alles staubt zu, ich bekomme die ganze Zeit die Asche ins Gesicht. Mein Gott, der hat uns gekillt mit der Zigarette. Ja. Er hat alles voll. Er raucht die ganze Hütte vor. Er ist heftig. Ich gebe Er ist der heftigste Taxifahrer, den ich gesehen habe. Mit Kippe in der Hand, der überfährt aber. Was kannst du überfahren? Das ist echt eine wilde Fahrt hier. Der hat das echt hops genommen. Yalla. Wir sind jetzt wieder im Apartment, machen ein Päuschen. Ich rauche jetzt eine Pfeife. Ihm habe ich auch eine fertig gemacht. Er arbeitet, ich höre zu und lerne. Und dabei entspannen wir und heute Abend machen wir noch eine zweite Einheit im Gym. Nehmen wir euch natürlich mit. Kann man so machen, ne? Wir haben gerade ein bisschen gechillt, ausgeruht und uns
Ja, okay, wir haben gearbeitet, ja. Ist auch so. Wir haben auch gemerkt, wir müssen nochmal zur Apotheke. Unser Material ist da. Also unser Aspirin. Wir haben nochmal Aspirin angeordert. Wir haben ja gestern alles leer gekauft. So, Leute. Leute, es hat sich nichts geändert. Sekt Plus und Latschen. Wir denken auch, die Deutschen, die sind echt richtige Assis, Alter. Kommen in die Apotheke, ballern die alles leer mit Latschen und alles und gehen wieder nach Hause. Ich bin am Kochen. Meister kommt Logo. Guten Morgen, Freunde. Jetzt ein neuer Tag angebracht. Ist ein bisschen düster draußen, kein gutes Wetter. Es geht gleich auf ins Cardio. Zwei Cardio frühstücken. Da müssen wir auch wieder ein paar Dinge erledigen. Wir müssen noch Bobby die Videos geben, die ihr das auch alles hier sehen könnt. Also, bis gleich. So, Leute, Cardio ist durch. Ich nehme jetzt meine ganzen Subs, die ich hier habe. Gesundheitssubs, NRC, Q10. Was habe ich noch? Oh, muss ich gucken. Ich weiß nicht mehr, was genau zum Kopf. Wir frühstücken gleich und dann sehen wir weiter, was wir heute noch so starten. Wir gehen auf jeden Fall vor dem Gym, glaube ich. Gehen wir nochmal zum Friseur. Yalla. Friseur gefunden. Ich habe natürlich Erdem als erstes. Ich hab Erdem als erstes vorgeschickt. Falls er reinscheißt, dann gehe ich nicht mehr. Wird reinscheißen. Wird das hinbekommen? Warte, wir machen vorher nachher Check. So, Leute. Ich bin gespannt. In der Türkei ist es irgendwie so, in jedem Friseur kannst du deine Nägel, also deine Hände, Pediküre, Maniküre, kannst du alles machen. Hier kriegst du mal volles Programm, also Wellnessprogramm quasi. Finde ich nicht schlecht. Und preislich ist es auch, glaube ich, noch akzeptabel, so teuer ist es nicht. Auf jeden Fall, wir werden gespannt sein. Am Ende gehe ich hier mit Glatze raus, Alter. Möchtest du was dazu sagen? Wir haben den besten Friseur gefunden. Ja, ist brutal. Oder Abi ist brutal. Oder Abi, bester Mann. Yalla. Wir haben trainiert, haben uns fertig gemacht. Gehen jetzt eine Runde essen. Wir müssen irgendwo hin, wo wir WLAN bekommen, damit wir das mit dem Laptop hinbekommen, damit wir die ganzen Videos zu Bobby schicken kann. Genau, damit er die bearbeitet kann. Deswegen erstmal jetzt was essen bei The Hunger. Und danach geht's in die Shisha-Bar und ich hoffe, dass es da WLAN gibt. Deswegen bis später. Leute, ihr habt gesehen, Essen war sehr lecker. Achso, ich wünschte, wir verkehrt gehen. Ich gehe einfach mal geradeaus weiter. Essen war sehr lecker gerade. Wir gehen zu einer Pfeife rauchen. Ich glaube, in der Bar, wo wir letztens auch waren. Boah, es ist echt eklig kalt, ne? Boah, so, bis gleich. Guten Morgen, Leute. Ich weiß, was zu essen. Die Katzen dürfen hier im Einkaufszentrum liegen. Hier rein ins Einkaufszentrum. Wir müssen hier schlafen. Damit es warm ist und die es gemütlich haben. In Deutschland unverstellbar. Wir machen auf jeden Fall heute unsere erste Trainingseinheit. Ich nehme euch da mit. Wir laufen gerade zum Gym. Wir müssen mal hier durchs Einkaufszentrum. Und... Oha, da hat einer geklaut. Auf jeden Fall nehme ich euch mit. Ich wünsche wieder beim Clown erwischt. Auf jeden Fall nehme ich euch mit und wir zeigen euch ein bisschen Training. Heute vom ersten Tag und wir machen erst eine Brusteinheit und heute Abend eine Schultereinheit. Heute Morgen waren wir schon beim Cardio. Da wird die ganze Zeit Musik laufen, deswegen werden die Ton, also wird das Video dann vom Training halt immer nur mit Musik eingespielt von Bobby. Beste Grüße. Deswegen macht das Beste draus, Habibi.
Freunde, das Training ist vorbei. Ich bin jetzt schon wieder im Apartment mit Adam. Wir kochen jetzt. Es wird noch einiges mehr kommen. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Drückt auf Gefällt mir natürlich und kommentiert in die Kommentare. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Tag. Haut rein. Jetzt geht's ans Essen.